Wir haben Mediziner dabei, die das lesen. Wir haben Regulatoren dabei, also aus der Berliner Szene, Verbände und ähnliches. Wir haben auch viel Industrie dabei, viel Pharmakonzerne, IT-Bereiche von Krankenhäusern. Deswegen den einen Leser, den man definiert ja im medialen Bereich manchmal, den einen Leser, den man hat, den gibt es bei uns nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ich habe heute einen Journalisten bei mir im Podcast und zwar vom Handelsblatt und zwar einen besonderen Teil des Handelsblatt und zwar Handelsblatt Inside Digital Health. Ich spreche heute mit Julian Olk und zwar ist Julian Olk Fachredakteur für die Digitalisierung und das Gesundheitswesen und er betreut eben redaktionell das neue Newsletter des Handelsblatt und darüber möchte ich auch mit ihm sprechen. Ich möchte wissen, warum das Handelsblatt als großes deutsches wirtschaftspolitisches Magazin oder auch als wirtschaftspolitische Zeitung sich berufen gefühlt hat, einen Bereich für digitale Gesundheit ins Leben zu rufen, was es damit auf sich hat und vor allen Dingen, wie er dazu gekommen ist und wie sein Weg darin verlaufen ist. Das Thema digitale Gesundheit ist ein ganz besonderes. Wir haben gerade eine besondere gesetzliche Situation mit dem DVG, ist also ein Gesetz erlassen worden und darüber sprechen wir auch. Wir möchten über die Rahmenbedingungen des DVG sprechen, wir sprechen über die Folgen, wir sprechen aber insbesondere auch um die Entwicklung des Gesundheitswesens aus der Sicht einmal des Journalisten Julian Olk, aber eben auch aus der Sicht eines großen wirtschaftspolitischen oder Wirtschaftsmagazins. Freut euch drauf, tolles Interview geworden. Ich werde am Anfang des Podcasts nochmal sagen, dass wir das leider nochmal aufnehmen mussten und zwar, weil es bei mir ein technisches Problem gab. Also deshalb nochmal vielen Dank an Julian Olk, dass er das zum zweiten Mal mit mir durchgeführt hat. Also freut euch drauf und wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast mit Julian Olk. Ja, Herr Neumann, herzlichen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Das hat mir beim ersten Mal schon große Freude gemacht. Von daher ist der technische Fehler in dem Fall gar nicht so tragisch, sodass wir nochmal jetzt die Gelegenheit haben, über die vielen spannenden Dinge zu sprechen, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben. Genau. Wer ist Julian Olk? Ich fange vielleicht mal mit dem beruflichen Teil einmal an. Ich bin seit einigen Jahren beim Handelsblatt, seit dreieinhalb müssten es mittlerweile sein, habe als Student angefangen, hier volontiert, jetzt als Redakteur, also den klassischen Weg gewissermaßen gemacht und habe im September letzten Jahres die Möglichkeit eröffnet bekommen, in den Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens in diese Berichterstattung einzusteigen, weil wir mal das Blatt gesehen haben. Das ist ein Thema, wo extrem viel Dynamik drin ist, wo es extrem viel zu schreiben, zu berichten gibt. Das ist für uns Journalisten natürlich immer das Wichtigste. Und so bot sich dann eben die Gelegenheit. Was ganz spannend ist, um das einmal zu verbinden mit Ihrer Frage, was bin ich eigentlich privat dann für ein Mensch? Wenn Sie mich fragen, ob ich ein gesundheitsbewusster Mensch bin, würde ich sagen, eigentlich eher nicht. Klar achtet man so auf so gewisse Dinge immer mal, aber ich bin jetzt keiner, der mit drei Fitness-Trackern durch die Gegend läuft oder ähnliches, aber man fängt durch das Thema natürlich an, sich mit Gesundheit zu beschäftigen und merkt auch, welche Chancen Digitalisierung da neuerdings bietet. Und so ist es eben auch, dass ich glaube, ich auch in meinem Umfeld oder in meinem eigenen Privatleben anfange, das Thema Gesundheit viel bewusster wahrzunehmen. Ich glaube, das bringt tatsächlich dann der Beruf mit sich. Je mehr man sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und auseinandersetzt, umso nachdenklicher wird man vielleicht in der einen oder anderen Richtung vielleicht doch mal bei sich selbst auch anzufangen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn Sie sagen, das Handelsblatt hat irgendwann begonnen, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen und zu sagen, wir möchten gerne eine besondere Sparte
entwickeln bzw. herausgeben, dann hat das ja einen gewissen Hintergrund. Auf der einen Seite ist es ja so, dass das Handelsblatt selber, ich nenne es jetzt mal als Wirtschaftsmagazin, wirtschaftspolitisches Magazin dasteht. Auf der anderen Seite ist das Thema Gesundheit etwas, was schon sehr spezifisch ist. Wir haben in einem Vorgespräch mal darüber gesprochen, haben Sie gesagt, Mensch, das ist deshalb so schön, weil wir da sehr fachspezifisch auch berichten und auch argumentieren können. Ich frage mal ganz einfach, ganz ketzerisch, ist die Leserschaft so groß und so interessant, dass es sich lohnt für das Handelsblatt, das so aufzulegen? Ja, absolut, sonst würden wir es nicht machen, um mal genauso zu antworten. Nee, vielleicht einmal zum Hintergrund. Wir haben gesehen, das Handelsblatt ist natürlich was sich schon gewissermaßen spezialisiert, ein bisschen, wie Sie sagen, Wirtschaft, Finanzen, das sind so unsere Themen. Am Ende sehen wir aber trotzdem, dass wir immer noch recht breit aufgestellt sind. Jetzt wandelt sich natürlich auch der Journalismus, das wissen die meisten. Digitalisierung ist da auch ein ganz großes Stichwort. Das heißt, um die Leserschaft zu überzeugen, muss man irgendwie Mehrwerte bieten. Und das haben wir auch gemerkt und haben eben gesehen, dass wir irgendwie so solche Mehrwerte bieten müssen, dass wir den Leser an uns binden. Und was hat das jetzt mit digitaler Gesundheit explizit zu tun? Wir haben diese Vertikalstrategie, viel tiefer in Themen reinzugehen, entwickelt im letzten Jahr und haben da eben analysiert, wo lohnt es sich denn, so tief da reinzugehen, rauskam, wie schon vorweggenommen, Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und da ist wirklich, wie Sie sagen, oder wie ich damals schon sagte, das Schöne dran, wir können uns explizit mit den Themen auseinandersetzen. Das ist natürlich auch schön, im Handelsblatt über Gesundheitsthemen zu berichten. Da muss man natürlich, aber sind es dann oft die, sag ich mal, die Kassenschlager-Themen, die man dann braucht, um sich gegen die große Konkurrenz von allen anderen Seiten durchzusetzen. In diesem Fachdienst, den wir seit September machen, haben wir eben die spannende Möglichkeit, viel tiefer in die Themen reinzugehen, uns genau anzuschauen, was da explizit passiert, und müssen nicht nur immer auf die, das Handelsblatt ist jetzt auch keine Zeitung, was nur über Schlagzeilen funktioniert, aber im Fachdienst haben wir eben die Möglichkeit, die Themen in ihrer Tiefe viel, viel mehr zu beleuchten. Und um auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen, natürlich, also was die Leserschaft angeht, ist es natürlich rein zahlenmäßig was ganz anderes. Wir streben keine 6-7-stelligen Reichweiten an, absolut nicht. Das ist auch gar nicht das Ziel, das darf es auch gar nicht sein, weil dann machen wir wieder keinen Fachjournalismus, was wir ja explizit mit diesem Fachdienst machen wollen. Und deswegen sind wir da bei kleineren Zielgruppen oder in einer kleineren Zielgruppe unterwegs, die uns bisher aber auch absolut recht gibt. Also die Resonanz ist deutlich besser als erwartet. Für alle die es natürlich interessiert, wir werden die Verlinkung zu dem Newsletter Insight Digitale Gesundheit oder Insight Digital Health auch auf jeden Fall in die Shownotes machen, dass man sich das mal angucken kann. Ich glaube, Sie haben auch, wenn das immer noch so ist, ich will nicht vorpreschen, aber ich glaube, Sie haben so ein 14-tägiges Möglichkeit, sich das anzuschauen und dann zu entscheiden, möchte ich das gerne. Einen Monat sogar, ja. Ja. Dann kann man sich das anschauen, kann man das jetzt sich das online bestellen, und auch da sieht man ja schon wieder, dass das Handelsblatt da einen Weg geht, dass ich sagen kann, ich kann das eben auch auf dem digitalen Wege tun. Also es wäre ja wahrscheinlich auch kontraproduktiv, das nur allein auf Offline-Basis zu präsentieren. Ne? Auch da gehen Sie mit dem Trend. Jetzt haben wir ja gerade ein sehr spannendes Thema, nicht nur bezogen auf Digitalisierung, sondern wir haben ein virales Thema, aber das hängt jetzt mehr mit dem Virus tatsächlich zusammen, der uns im Augenblick beschäftigt. Wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, das ist natürlich etwas, was im Grunde den medizinischen Alltag bestimmt, aber plötzlich auch viele Dinge in den Hintergrund treibt, weil man daran wieder sieht, wie wichtig Gesundheit ist. Inwieweit beschäftigt Sie so ein Thema innerhalb der Zeitung? Es würde mich einfach mal interessieren, wie gehen Sie damit um? Berichten Sie auch da und wie berichten Sie da? Können Sie da was zu sagen? Über das Thema Coronavirus. Ja, genau. Ja, natürlich. Also was das ganze Medienhaus angeht, ist das natürlich das absolut bestimmende Thema jetzt in den letzten Wochen, in dem wir viele Titelgeschichten und viele verschiedene Geschichten dazu gemacht haben, weil die Auswirkungen so groß sind. Wenn ich mir die Finanzmärkte und Ähnliches anschaue, was natürlich eins unserer Kernthemen ist, sind die Auswirkungen so groß, dass wir um das Thema gar nicht herumkommen. Ich glaube, was wichtig ist, um wieder zu unserem eigentlichen Thema Digitalisierung zurückzukommen, ist, dass man das natürlich beachten muss. Aber die Welt bleibt ja jetzt nicht stehen.
hoffentlich zumindest. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts nicht. dass man immer noch versteht und immer noch auch als Journalist irgendwie den Anspruch haben muss, dass man zwar über dieses Thema Coronavirus berichtet, weil es natürlich das bestimmte Thema ist, das wollen die Leute lesen, aber es passiert ja noch viel mehr. Und gerade im Digitalisierungsbereich, wir haben auf gesetzgeberischer Ebene, wir haben auf Industrieebene so viele Dinge, die im Moment passieren. Und gleichzeitig geht es auch darum, nicht nur die klassischen Panikgeschichten zu machen, die wir hier beim Handelsblatt tunlichst vermeiden, die wir auf keinen Fall machen wollen, die wir aber in anderen Medien immer wieder sehen, dass es da durchaus, sag ich mal, Berichterstattung am Rande des guten Stils gibt, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das ist wahrscheinlich jetzt auch das falsche Format dafür. Aber wir beschäftigen uns auch ganz explizit mit der Frage, was bedeutet dieser Coronavirus eigentlich im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens? Wenn wir nach Asien schauen, beispielsweise, wir haben den Kollegen aus Bangkok, mit dem habe ich heute noch Kontakt gehabt, der schaut sich jetzt mal genauer an, wie machen die das eigentlich in Südostasien im Moment, in China, in Singapur oder sonst wo, Patienten zu tracken, Infizierte aufzutracken, nachzuvollziehen, was für Wege die gemacht hat, wie da vielleicht Verbreitungsketten sein können, wie das Ganze auch mit Datenschutz funktioniert, dann wieder den Dreh nach Deutschland zu haben, weil Datenschutz da natürlich ganz anders gehandhabt wird. Von daher ist dieses Thema natürlich bestimmt, aber wichtig ist, glaube ich, dabei, dass man es A einordnet und B den Rest nicht vergisst. Ich glaube, auf der einen Seite sehen wir ja gerade, wie wichtig es ist, gesund zu bleiben und was das Thema Gesundheit bezogen jetzt auf so einen Virus auch gedanklich natürlich mit den Menschen macht. Aber auf der anderen Seite, Sie haben es genau richtig gesagt, welche Möglichkeiten bieten denn digitale Prozesse, mit so einer Krankheit umzugehen? Wie kann man das vernünftig handeln? Allein, ich glaube, vor 2-3 Wochen kam schon mal das Thema auf, hätte man den Ausbruch in der Form in irgendeiner Art und Weise nicht verhindern, aber eindämmen können, wenn man vielleicht Datenbanken gehabt hätte, die das anhand von gewissen Strömungen und Algorithmen hätte vorhersagen können. Also ich glaube, auch da erwartet uns in Zukunft noch eine ganze Menge. Wenn wir jetzt mal zurückkommen auf das, was Sie gerade schon angesprochen haben, es tut sich ja in Deutschland im Moment, was Digitalisierung angeht, sehr viel. Wir haben ja eine Zeit lang, ich sag's mal ruhig, viel rumgejammert, das passiert nichts, jetzt passiert gerade relativ viel. Wir haben gerade das DVG, also das digitale Versorgungsgesetz, verabschiedet bzw. eingeführt. Wenn Sie mal gucken aus Ihrer Sicht, da ist ja eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen und Monaten. Was kommt da auf uns zu? Würde ich gerne mal eine Einschätzung von Ihnen haben. Viele stellen es als den Durchbruch im Moment dar, was passiert im Bereich Digitalisierung. Dem will ich weder widersprechen noch groß zustimmen, bevor... Da sind noch viele Dinge in der Diskussion, die das noch verändern können, aber ich glaube, wir sind zumindest dabei, große Schritte zu machen. Was mir wichtig ist bei dieser grundsätzlichen Diskussion und der grundsätzlichen Frage, die Sie stellen, die Themen, die wir im Moment besprechen, werden von manchen Seiten im Moment so geführt, als sei es die Endzeitdiskussion, als sei es mit Apps auf Rezept und einer elektronischen Patientenakte getan. Mhm. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir sind am Anfang. Das heißt, wir eröffnen uns gerade erstmal die Möglichkeiten, die wir in letzter Zeit liegen gelassen haben. Ich ziehe mal den Vergleich oder ich mache die Aufteilung zwischen digitaler Transformation und digitaler Revolution. Also in diesen Definitionen nageln Sie mich nicht drauf fest. Da verstehen viele Leute auch alle dann wieder was anderes drunter, aber so teile ich es gerne auf. Wir haben digitale Transformation seit den Ende der 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre in vielen Branchen erlebt. Jetzt ist das Gesundheitswesen, insbesondere in Deutschland, ein besonderes, das wissen wir alle. Und da hat sich, ich sag mal, die ersten Pläne für eine elektronische Patientenakte gab es 2003 oder 2004. Dann gab es, wie Sie sagten, wir haben lange viel rumgejammert, es wird extrem viel blockiert. Jetzt haben wir endlich verstanden, jetzt muss mal was gehen. Es gibt wenige Bremser nur noch. Jetzt ist diese Tatsache digitale Transformation im Sinne von Prozesse und Strukturen digitalisieren. Das ist das, was jetzt endlich passiert. Das heißt Bürokratie wegnehmen, Zeitaufwand verkürzen.
Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo das eigentlich richtig Spannende dazu kommt, das ist die digitale Revolution. Das ist der Punkt, wo Therapie und Behandlung wirklich durch Digitalisierung verändert wird und neue Chancen bringt. Wo die Behandlung als solche durch Digitalisierung verändert wird, durch smarte Systeme verändert wird. Und dadurch kommt eben auch die hohe Dynamik her. Und ich glaube, das ist im Moment das Spannende, was wir sehen, dass diese beiden Dinge zusammenkommen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist es gewissermaßen jetzt der Durchbruch, vor dem wir stehen. Wenn wir das weiter so konsequent verfolgen mit all den Dingen, die man dabei beachten muss, denn auch Digitalisierung, da können auch Dinge schiefgehen, dann kann das absolut so sein. Aber nochmal, es ist nicht die Endzeitdiskussion, wir stehen am Anfang. Das heißt aber für mich ja auch, dass, ich sag mal, die Startups, die vielleicht eine ganze Zeit sehr in der Warteschleife gewesen sind, viel entwickelt haben schon, und eben auch gesagt haben, wir kommen nicht weiter. Das meine ich so ein bisschen mit, wir haben viel gejammert über das, was wir eigentlich hätten machen können, wenn es denn Gesetze gegeben hätte. Jetzt sind die Gesetze da. Und ich habe heute ein interessantes Interview gelesen mit der Stefanie Kaiser von Heartbeats Labs, die gesagt hat, jetzt müsste aber auch mal in die Puschen kommen. Jetzt müsste aber auch mal liefern. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeiten und jetzt, wir haben eben so lange gewartet, dass viele eben seit 2 oder 3 Jahren in einer Warteschleife sind und jetzt tatsächlich müssen wir natürlich nachziehen. Also meinen Sie, dass wir da eine richtige, gute Möglichkeiten haben, auch aus der wirtschaftlichen Sicht neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder die aus diesen verschreibungspflichtigen oder möglichen Apps entstehen können? Ja, kein Zweifel, ja. Also das ist, da kann man dann doch schon vom Durchbruch, glaube ich, sprechen, was die Erstattungsfähigkeit digitaler Gesundheitsanwendungen angeht. Ich habe kürzlich mit Johannes Fecht gesprochen, das ist ein App-Entwickler, ein Niederländer, der hat seine erste App, glaube ich, seine erste Gesundheits-App 2012 rausgebracht. Und er sagt, es hat nicht wirklich funktioniert, es war kein richtiges Geschäftsmodell für ihn dahinter, er sagt, eigentlich wäre es gut gewesen, wäre mir die Idee für die App erst jetzt gekommen. Also muss man sich mal klar machen. Der hatte irgendwie eine gute Idee, die jetzt auch tatsächlich, an die er jetzt nochmal dran geht, die er jetzt nochmal upgedatet umsetzen will. Er hatte aber eigentlich nicht die Möglichkeit, das auch zu implementieren. Und das ist ja irgendwie, da sehen wir ja, dass da irgendwie ein Systemfehler drin war. Und das Bundesministerium für Gesundheit geht mit dem BVG ja einen ganz neuen Weg. Und gerade die Möglichkeiten, die Startups da haben, echt schnell auch in die Erstattungsfähigkeit mit geringen Hürden zu kommen. Ich glaube, das gibt echt eine Riesenchance. Und ich glaube tatsächlich, die Chance ist so groß, dass die Bedenkenträger, die dabei sind, teilweise von den Kassen zu sagen, das ist schon fast wieder Startup-Förderung und das geht schon alles wieder zu schnell. Ich glaube, die haben da auch tatsächlich einen Punkt. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass man das macht, dass man die digitale Gesundheitsanwendung in die Stadtung bringt. Natürlich ist da auch wieder ein bisschen Gewissenhaftigkeit geboten. Von daher, um da auch wieder auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, das ist auf jeden Fall ein Boost, der da für neue Geschäftsmodelle ansteht. Ob der in allen Details dann so richtig ist, wird sich dann zeigen, aber da zeigt sich die Politik ja auch sehr agil mittlerweile, da Regulationen entsprechend anpassen zu können. Aber das ist ja ganz klar, also für Startups, der Startup-Markt Deutschland im Gesundheitswesen wird auf jeden Fall großes Wachstum erleben. Also wenn wir uns da dann in die Richtung, ich sage jetzt mal, keine Sorgen mehr machen müssen, dass wir jetzt endlich Gelder zur Verfügung stellen können, sowohl die gesetzlichen Krankenkassen sind eben jetzt dazu befähigt, diese Gelder zur Verfügung zu stellen. Es gibt sogar ja vom PKV-Verband beziehungsweise vom PKV-Seite den Fonds, wo man sagt, also es sind jetzt alle Kassen tatsächlich auch mit im Boot, jetzt haben wir also genug Geld. Jetzt ist die Frage natürlich, wie kommt es beim Arzt beziehungsweise beim Patienten letztendlich an? Denn letztendlich geht es ja immer um eine gute Patientenversorgung. Wenn wir gucken, waren die Dinge in der Vergangenheit vielleicht auch zu kompliziert und haben die nicht das Problem gelöst? Also die Frage ist ja tatsächlich immer, was braucht es, damit tatsächlich der Patient es akzeptiert? Also ich sag mal, eine Diabetes-App. Genau. Also wenn ich jetzt eine App habe und ich sage jetzt plötzlich, jetzt trag mach dein Diabetes-Tagebuch bitte nicht mehr offline, sondern online. Damit ändere ich ja nichts. Ne? Also ich muss ja tatsächlich eine Lösung anbieten. Glauben Sie, dass wir da mal tief in die Patientenbefragung, Analyse oder vielleicht auch in dieses Thema spielerischer reingehen müssen? Also, denn es funktioniert ja in anderen Bereichen. Ne?
Also ja, die Frage danach, wann akzeptiert es der Patient? Ja, und da kommt eben der Arzt ins Spiel. Also klar, Gesundheitskompetenz wird gefördert durch Digitalisierung. Der Patient wird immer mündiger, kann bei Therapieentscheidungen selbst aktiv mitwirken, mit Expertise im besten Fall. Klar gibt es dann auch die Dr. Google-Fälle, die dann mit der Selbstdiagnose schon in die Praxis kommen. Also auch wieder ein anderes Thema. Ja, da ist der Arzt immer nur noch Zweitmeinung, ne? Also wenn ja. Klar, das sind auch Auswüchse, die ja aber auch angegangen werden. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon eine gute Entwicklung, die Entwicklung zu mehr Gesundheitskompetenz. Um auf den eigentlichen Punkt zu kommen. Trotzdem, der Arzt bleibt die Vertrauensperson. Und das wird er auch bleiben. Das wird er auch in 20, 30 Jahren noch sein. Was auch in 150 Jahren noch ist, will ich jetzt mal nicht prognostizieren wollen. Aber ganz klar ist, ob bei digitalen Gesundheitsanwendungen oder anderen neuen Dingen, wenn der Arzt mir sagt, und ich dem Arzt vertraue, im besten Fall gehe ich ja zum Arzt, den ich sowieso schon vertraue, und der Arzt mir dann sagt, das ist eine gute Sache, probier das aus, dadurch wird unsere Therapie besser bei dir. Dann mache ich das auch, dann finde ich das auch gut. Und deswegen ist der Arzt da der Mittelsmann, der im Bereich Digitalisierung dann eine noch wichtigere Rolle spielt. Und entsprechend muss beim Thema, um da wieder auf digitale Gesundheitsanwendungen zu kommen, muss der Arzt auch entsprechend abgeholt werden. Der Arzt muss wissen, der Arzt darf nicht beauftragt werden, jetzt von der App, die, ich weiß nicht, wie viele 100 Zeilen Code auszulesen, weil er ist ja Mediziner, nicht Informatiker. Er muss aber dazu befähigt werden, gut einschätzen zu können, was ist denn eine gute App und wie kann ich die weiterbringen. Deswegen ist, glaube ich, der Arzt da ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Vehikel. Und das, was Sie gesagt haben, finde ich extrem wichtig, dass die Digitalisierung ja im Grunde, auch das ist schon sehr häufig gesagt worden, letztendlich zu einer Humanisierung führen soll. Also, dass der Mensch tatsächlich im Mittelpunkt bleibt und Maschinen das tun, was sie können, aber eben den Menschen sowohl beidseitig unterstützen. Also den Arzt auf der einen Seite für das Thema Diagnostik vielleicht oder für das Thema Anamnese und dann aber letztendlich für die Behandlung und für die empathischen Dinge, also den Zuspruch zum Patienten, glaube ich, bin ich total bei Ihnen, wird es den Arzt in jedem Fall immer geben müssen. Ich glaube, das bleibt unbenommen. Das wäre auch ein schönes Zukunftsszenario, wenn das genauso eintreten würde. Deswegen, wenn ich das noch einmal einhaken darf, diese ewige Diskussion, die ja auch irgendwie gar keine Diskussion ist, darf ein Arzt ersetzt werden, um das mal pauschal zu beantworten, um es danach zu differenzieren. Ja, natürlich darf er ersetzt werden, aber das heißt ja nicht, dass er dann weg ist, sondern es geht darum, ihn bei bestimmten Aufgaben zu ersetzen, die extrem bürokratischer Natur sind, damit er sich eben den Dingen, Empathie und alles, was dazu gehört, widmen kann, für die er nun mal ausgebildet wurde. Nicht mit Akten befüllen und auch im Bereich Bildgebung sehen wir da ja, dass da ich weiß nicht, MRT- oder CT-Bilder von Radiologen stundenlang ausgewertet werden müssen. Wenn der KI da irgendwann so weit ist, dass sie das besser kann, das ist, glaube ich, jetzt noch nicht so weit, so ist meine Beobachtung, wenn sie das kann, warum denn nicht? Aber was die letztendliche Diagnose angeht und dann auch die Therapie und Ähnliches, da brauchst du dann natürlich den Arzt. Deswegen, ob man den Arzt ersetzen kann, ja, aber er bleibt trotzdem für die Aufgaben, für die er ausgebildet ist und für die er wirklich wichtig ist. Wenn wir mal aus Ihrer Sicht so ein bisschen in die Zukunft blicken, wo geht es denn noch hin mit der Gesundheitswirtschaft? In was für einem Zeithorizont? Also seriöserweise kann man ja maximal 5 Jahre erfragen. Ich glaube, alles darüber hinaus wäre dann das Planungstool Glaskugel. Also deshalb ist es wahrscheinlich sowieso schon. Aber vielleicht eine Einschätzung von jemandem, der sich ja sowohl gesundheitlich als auch politisch orientiert, ne? Also im Gesamtkontext. Ich glaube, ein schönes Beispiel ist immer das Thema Faxen. Wenn wir fragen, es gibt die üblichen oder die sich entwickelnden Smart Hospitals in Deutschland, also die Krankenhäuser, die tatsächlich weit sind im Bereich Digitalisierung, aber die sagen auch, ohne Fax können wir nicht, weil das Umfeld noch nicht so weit ist. Ich glaube, wenn wir das Fax los sind, dann ist irgendwie auch vom Gedankengut her, ist man dann auch irgendwie so weit, dass man sagen kann, jetzt geht's richtig los. Und ich glaube, da könnten wir in den nächsten Jahren dann nochmal tatsächlich hinkommen. Dass in 5 Jahren der Fall sein wird. Ich würde es hoffen, festlegen würde ich mich nicht drauf. Wo gehen wir sonst hin? Ich glaube, das, was ich eben sagte, Bürokratieentlastung, das, was wir eben in den letzten Jahren liegen gelassen haben, das kommt jetzt so richtig mit großen Schüben.
ob es genau in den Zeitplänen kommt, wie sich Politik, wie sich die Politik vorstellt. Andere Frage wiederum, auch anderes Thema. Ich glaube, da wird sich extrem viel tun, erstmal Bürokratie loszuwerden. Und dann kommen wir in den Bereich, wo wir beim zweiten Punkt, digitale Revolution, Behandlung und Therapie verändern, wo wir dann wirklich die ersten Dinge sehen, die dann auch wirklich funktionieren. Wir sind ja bei den meisten Dingen jetzt erstmal im Forschungs- und Teststadium. Und ich glaube, dann kommen wir in den Bereich, wo man wirklich sagen kann, das hilft mir jetzt im Bereich vielleicht auch Präzisionsonkologie zum Beispiel, ist ja eines der ganz, ganz großen Themen. Da, glaube ich, sind wir dann echt schon so weit, dass das funktionieren kann, vielleicht schon in 5 Jahren. Ja. Also Sie meinen auf der einen Seite also das Thema Präzension, also noch tiefer in die einzelnen Krankheiten, vielleicht sogar auch Prävention, auch mit dem Thema Präzensionsprävention vielleicht noch, also noch mehr forschen, dass Krankheiten vielleicht von vornherein verhindert werden können. Es gibt ja immer Genomtherapien und so weiter. Bestimmung ist heute schon ein ganz anderes Thema als noch vor 10 Jahren oder auch vor 5 Jahren noch wiederum, allein aus Kostengründen. Glauben Sie, dass es auch Sinn macht, dass wir sektorenübergreifender arbeiten? Und vielleicht mal gibt es eine Einschätzung daraus, ob es da in irgendeiner Form neue Versorgungsstrukturen noch geben könnte? Ich glaube, die Frage muss nicht heißen, ob es Sinn macht, sondern es ist einfach alternativlos. Ich glaube, einfach nur noch in Sektoren zu denken, ist absolut vorgestern. Da sind wir bei dem Beispiel, wenn der Softwarehersteller dem Arzt nicht erklärt, wie er das anzuwenden hat, wie das funktioniert und was dahinter steckt, benutzt der Arzt es halt nicht. So, und wenn wir dann sagen, ich bleibe in meinem Sektor, wäre gut, dann ist der Softwareunternehmer wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Natürlich, es muss, das machen wir beim Handelsblatt auch in unserer Berichterstattung. Also wir arbeiten natürlich auch intersektoral zusammen, mehr oder weniger. In der Berichterstattung sagen wir auch, wir wollen nicht mehr nur das Medium sein für die Ärzte, das Medium sein für die Apotheker, das Medium sein für die Softwarehersteller, sondern wir sagen, am Ende sitzen sowieso wieder alle in einem Boot und alle haben irgendwie das, oder alle haben zumindest irgendwie ein ähnliches Ziel mit unterschiedlichen Absichten. Die einen haben vielleicht die Absicht, das Geld bei sich zu behalten, die anderen es irgendwie zu verdienen, aber am Ende geht es ja darum, irgendwie Versorgung zu verbessern, um daraus Wohlstand zu generieren. Darum muss es ja immer gehen, dass der Patient am Ende besser drauf ist, weil da haben wir alle was von. Und das funktioniert nur noch zusammen. Ich glaube, da gibt es auch nur noch wenig Zweifel dran. Und dass sich diese Sektorgrenzen auflösen, das sehen wir ja auch immer fortschreitender. Bevor wir gleich mal auf das Thema so ein bisschen Aufgabe der Medien und so kommen, Presse, würde ich ganz gerne noch eine Frage stellen bezogen auf das Thema Medizin. Sollte Medizin und dieses ganze Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, Entwicklung von Medizinern auch begleitet werden? Und die Frage eigentlich, oder welche Rolle spielt die Ökonomie? Also Sie selber haben ja Wirtschaftsjournalismus auch studiert oder Wirtschaftspolitik, glaube ich, studiert. Also die Frage immer danach, wenn wir dieses ganze Thema, muss man es immer nur aus der medizinischen Sicht sehen oder aus der ökonomischen Sicht? Also Krankenhäuser werden insbesondere geleitet von Ökonomen, weniger von Medizinern, führt sehr häufig dazu, dass wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, die gegen den Patienten gehen oder gegen das Patientenwohl gehen. Es gibt andere Beispiele, da ist es genau andersrum. Da entwickeln sich Krankenhäuser sehr gut. Es gibt andere Krankenhäuser, die sich nicht gut entwickeln. Warum? Weil der Mediziner eben vielleicht maximal ein Basisökonom ist. Wie würden Sie das sehen? Brauchen wir da vielleicht auch das Learning aus anderen Branchen? Also gucken wir mal über den medizinischen Tellerrand hinaus. Ja, absolut. Also ich habe Journalismus und Volkswirtschaftslehre gemacht. Von daher haben Sie völlig recht. Wenn ich ein Krankenhaus nur mit medizinischer Expertise führe und ein Krankenhaus muss auch wirtschaften, dann kann es nicht weit kommen. Wenn ich ein Krankenhaus nur führe mit betriebswirtschaftlicher Expertise, dann laufen mir sicherlich irgendwann die Patienten weg. Und da habe ich auch nichts von gemacht. Selbstverständlich, das muss beides irgendwie übereingehen. Und das ist auch die Schwierigkeit im Gesundheitswesen zu sagen, wir müssen die Patientenversorgung verbessern, aber trotzdem ja irgendwie zusehen, dass wir betriebswirtschaftlich funktionieren. Das gehört ja irgendwie dazu, wenn wir kein vollverstaatliches System haben, sondern nur einen sehr regulierten Markt. Von daher müssen da diese beiden Dinge absolut übereinkommen. Wie funktioniert das am besten?
eine pauschale Antwort darauf zu finden, ist natürlich schwierig. Ich glaube, man muss sich halt erstmal darüber im Klaren sein, langfristig zu denken, dass man, glaube ich, mit kurzfristigen Gewinnabsichten im Gesundheitswesen Erfolg haben kann, dass aber nicht das ist, was langfristig eine Volkswirtschaft weiterbringt, was langfristig medizinische Versorgung weiterbringt. Ich glaube, das muss einem klar sein, damit man genau diese beiden Dinge zusammenbringen kann, die Sie genannt haben. Wenn ich das jetzt mal runterbreche, wenn wir ja sehr häufig hier oder auch sehr viel über das Thema ambulante Versorgung sprechen, im stationären Sektor ist es die eine Seite, aber die ambulante Versorgung auf der anderen Seite. Wenn ich da mit dem Arzt rede, der unternehmerische Möglichkeiten braucht, ja, um diese Entscheidung zu treffen, viele schieben ja das Problem in Anführungsstrichen oder dieses Thema Richtung Politik, sagen, okay, solange die nichts tun, kann ich nichts machen. Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass jeder, der Beteiligte am System, auch in dem System, der in dem System arbeitet, auch dazu beitragen sollte, dass sich das System verändert und verbessert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch der Arzt, der eben da ist und vielleicht eine GKV-Praxis führt, egal in welchem Fachsegment, dass es Möglichkeiten gibt, eben auch innerhalb seiner eigenen Praxis sowohl ökonomisch als eben auch medizinisch zu denken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Glauben Sie, dass wir die ambulante Versorgung hin und wieder vergessen? Also auch alles, was ich, wenn ich Konferenzen verfolge, wenn ich jetzt auch gerade diese Thematik digitale Versorgungsgesetz, da spricht man sehr häufig über Krankenhäuser, Pharma und Krankenkassen. Und häufig habe ich das Gefühl, der ambulante Bereich wird so ein bisschen außen vor gelassen. Was meinen Sie dazu? Ich würde den Eindruck so, also ich habe den Eindruck nicht unbedingt so, aber wir sehen schon, was wir sehen, ist Unterschiede auch in der, glaube ich, in dem Bereich, wie weit das Denken im Bereich Digitalisierung auseinandergeht. Das ist im Bereich der Niedergelassenen, glaube ich, gibt es größere Abstände, dass wir da viele Ärzte haben, die sehr weit sind, sehr schnell dabei sind, sagen, Digitalisierung ist was Gutes, da muss ich dabei sein. Dass wir aber auch durchaus in dem Bereich eher noch die Bremser, wie ich es vorhin mal genannt habe, haben, die sagen, bleib mir weg mit dem Zeug, so ungefähr. Vergisst man die Niedergelassenen? Ich würde es tatsächlich nicht so sehen. Wo Sie natürlich recht haben, ist die Sache, die Verhandlungsposition ist natürlich eine andere. Als Krankenhauskette, habe ich natürlich eine ganz andere Lobbymacht als ein einzelner niedergelassener Arzt oder einer, der sich vielleicht mit ein paar anderen zusammen organisiert oder zusammengeschlossen hat. Von daher, ich glaube, es geht dem ist das, was Sie mit vergessen meinen, ist vielleicht, dass Sie in einer schwierigen Verhandlungsposition sind und dadurch vielleicht dann eher mal vergessen werden. Das kann durchaus sein. Ich glaube, auch da sind natürlich dann die Interessenverbände gefragt. Also nehmen wir jetzt die tatsächlichen Verbände als Organisation, aber natürlich auch die Interessenvertretung über die KV. Also auch da sollte ja letztendlich die Möglichkeit bestehen, die einzelnen Mediziner da so gut zu vertreten. Für mich aber nochmal eine schöne Überleitung zu dem, was ich gerade schon mit Ihnen nochmal besprechen will, die Aufgabe der Medien. Ich glaube, dass es ja wichtig ist, als Mediziner sich auch mit diesen Themen aktiv auseinanderzusetzen. Also nicht zu sagen, nach mir die Sinnflut, es ist jetzt eben so, ich habe das gerade schon gesagt, ich bin Teil des Systems, aber zum Beispiel zu sagen, ich schaue mir jetzt mal an, was das Handelsblatt da macht, ich bestelle jetzt mal das Newsletter und setze mich mal aktiv mit dem Thema auseinander und beschäftige mich damit, welche Möglichkeiten kann ich denn selber in meiner Praxis schaffen? Was kann ich denn tun? Muss ich jetzt darauf schimpfen, dass ich jetzt, fangen wir mal ganz banal mit der Telematik-Infrastruktur an, dass ich die jetzt einführen muss und dass es irgendwann eine elektronische Patientenakte gibt? Oder versuche ich das so zu nutzen, dass es mir in der Praxis als Unternehmer wirklich hilft? Also auch da, glaube ich, ist die Aufgabe der Medien wirklich eine bedeutende, ne? Und deshalb so positiv, dass sie sich so in diese Richtung bewegen gerade. Ich glaube, sie können auch Einfluss nehmen mit dem, was sie da tun, auch gerade auf die Allgemeinmediziner, auf die Fachärzte, die in den eigenen Praxen sind, ne? Können Sie so einen Schnitt machen? Wer liest jetzt gerade dieses neue Newsletter? Gibt es da irgendeine Statistik drüber? Wissen Sie das? Ja, klar, das wissen wir auf jeden Fall. Das ist das Spannende, da kommen wir wieder beim Punkt Sektorgrenzen überwinden an. So ziemlich alle, könnte man sagen, gewissermaßen. Also von den verschiedenen Gruppen her.
Wir haben Mediziner dabei, die das lesen. Wir haben Regulatoren dabei, also aus der Berliner Szene, Verbände und Ähnliches. Wir haben auch viel Industrie dabei, viel Pharmakonzerne, IT-Bereiche von Krankenhäusern. Deswegen den einen Leser, den es, man definiert ja im medialen Bereich manchmal, den einen Leser, den man hat, den gibt es bei uns nicht. Mhm. Sondern was unsere Leser eint, ist die Tatsache, dass sie nicht stehen bleiben wollen, dass sie die Digitalisierung des Gesundheitswesens als Chance ergreifen wollen und auch als Chance sehen. Und das ist, glaube ich, das, was sie eint. Und dass sie diesen hohen Informationsbedarf, der dann automatisch dabei entsteht, dass sie diesen eben stillen wollen. Ich glaube, das eint die Leser. Und dann kommen die aus ganz verschiedenen Bereichen. Mhm. Der Zugang zu den Medizinern, haben Sie den unmittelbar direkt? Ich meine, Sie machen, glaube ich, auch Veranstaltungen, ne, wo ich sowohl als auch tun kann, wo ich sagen kann, ich lese, aber ich möchte mich auch direkt informieren. Wie finden Sie den Zugang zu Ihren Lesern? Also jetzt tatsächlich werden die teilweise aus dem Handelsblatt rekrutiert? Gibt es da irgendwie, wie passiert das? Wir sagen, wir haben ein großes Veranstaltungssegment auch und mit verschiedenen Gesundheitsveranstaltungen. Und klar, da sprechen wir das Ganze natürlich auch an und versuchen da auf Resonanz zu stoßen. Wir gehen aber auch gezielt vertriebsmäßig natürlich in die Bereiche rein und sagen, hier, wir haben hier ein Angebot, wäre das nicht was für euch? In dem Zusammenhang kann ich nur noch mal empfehlen, das muss jetzt auf jeden Fall für 4 Wochen sich mal anzuschauen und reinzugucken. Deshalb noch mal der Hinweis, werden wir auf jeden Fall mit in die Shownotes machen. Das Thema Patientensicherheit, Datensicherheit ist ein weiteres, was sehr groß geschrieben wird in Deutschland. Ja. Da ist das Thema Digitalisierung natürlich immer in der Schusslinie, ich hätte fast gesagt im Fahnenkreuz. Was glauben Sie, wo wird das hingehen? Hemmt uns das Thema Datenschutz oder ist es so wichtig, dass wir mit den Patientendaten so sicher umgehen, dass wir wirklich erstmal alles 100% absichern müssen? Ja, letzteres. Selbst wenn es uns hemmt, können wir nicht sagen, wir lassen es außen vor. Datenschutz ist absolut kein Übel und darf auch nicht so gesehen werden, weil dann machen wir das falsch. Also das sind Gesundheitsdaten, Patientendaten sind die sensibelsten Daten, die man sich vorstellen kann, weil es in den innersten Zirkel der Privatsphäre eines jeden Menschen geht. Mhm. Darüber müssen wir uns immer im Klaren sein. Wenn es um diese Daten geht, steht der Datenschutz immer an erster Stelle. Jetzt kann man sagen, wie Jens Spahn hat mal gesagt, Datenschutz ist was für Gesunde. Gehe ich auch nicht mit, hat er in dieser Pauschalität auch nicht so gemeint und auch entsprechend eingeordnet. Aber klar, der Datenschutz muss erstmal an erster Stelle stehen, was aber nicht passieren darf. Und das sehen wir auch manchmal, dass das Thema Datenschutz missbraucht wird als Argument, um sich gegen Dinge zu sperren. Das klassische Beispiel ist da immer wieder IT und TI. Das sind die gleichen Buchstaben, aber in einer anderen Reihenfolge und damit nicht das gleiche. TI steht eben für Telematikinfrastruktur. Wenn eine Arztpraxis nicht in der Lage ist, die eigenen Systeme mit den einfachsten Dingen wie Passwortschutz zu versehen, dann kann ich daraus nicht schließen, dass die komplette Telematik-Infrastruktur unsicher ist. Genau das wird aber teilweise getan. Mhm. Und das ist eben der Fall, wo Sie sagen, da dürfen wir uns nicht durch hemmen lassen. Wenn sowas passiert, lassen sich da andere durch solche Nachrichten hemmen. Das darf nicht passieren. Wir müssen verstehen, wo wir Datenschutz wirklich brauchen, wo er zu was gehört in dem Fall. Und dann ist das auch gar kein Übel, dann hemmt uns das auch gar nicht, wenn wir das verstanden haben. Sondern dann können wir sagen, Datenschutz ist einfach ein wichtiger Teil der Digitalisierung, der sich auch weiterentwickelt. Mhm. Ist es denn wichtig, die Daten, auch auszutauschen miteinander aus Ihrer Seite? Also ich glaube ja, dass uns das letztendlich in der medizinischen Entwicklung weiterbringen würde, ne? Dass wir wirklich sagen, die Daten werden so sicher zur Verfügung gestellt, dass der Datenaustausch möglich ist, dass wir lernen, das noch individualisierter zu machen. Wir haben vorhin über das Thema Prävention oder Präzensionsmedizin auch gesprochen. Ich glaube, das ist ja nur möglich, wenn das entsteht. Gibt es aus Ihrer Sicht da schon Systeme heute, die das liefern können, die eine Sicherheit liefern können? Also Thema Blockchain zum Beispiel, wäre das eine Alternative? Blockchain ist ein hochkomplexes Thema, mit dem ich mich auch seit einiger Zeit zumindest mal versuche zu beschäftigen, um da durchzusteigen. Ob Blockchain jetzt die Zukunft für die Vernetzung des Gesundheitswesens ist, bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner.
kann sicherlich für verschiedene Dinge spannend sein. Ob es jetzt zum Beispiel eine Telematik-Infrastruktur ersetzen kann, ganz ehrlich, keine Ahnung, bin ich überfragt. Von daher gibt es sichere Systeme, war ja auch ein Teil Ihrer Frage. Die gibt es. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, das muss man mal dazu sagen. Das wird sich auch niemals ändern. Das gibt es aber, also da auch wieder mediale Berichterstattung. Die Fälle von Patientendaten gehackt, lesen wir so oft, aber die Fälle von, es liegen einfach Patientendaten ausgedruckt irgendwo in einer Mülltonne und jeder kann dran gehen, das lesen wir nicht. Das ist ja irgendwie ein Treppenwitz. Und das ist, deswegen ist, glaube ich, bringt Digitalisierung auch die Möglichkeiten zumindest für mehr Datenschutz mit, wenn man es richtig macht. Und ja, es gibt, um Ihre Frage zu beantworten, ja, es gibt Systeme, die so viel Sicherheit bieten, dass man guten Gewissens da seine Daten mit austauschen kann. Also ich bin da auch ganz Ihrer Meinung, das Thema Blockchain. Ich habe auch mal versucht, mich da ein bisschen mehr einzulesen, hat auch jemand letztens hier im Podcast, der ein wirklicher Experte ist. Ich habe das jetzt zumindest, oder ich habe es einigermaßen verstanden, aber welche Möglichkeiten es bietet, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ist für mich ein ähnliches Thema wie mit den Apps. Es muss Nutzen bringen, hohen Nutzen bringen und ein Problem lösen. Und vor allen Dingen muss es das einfach und spielerisch tun, finde ich, damit es auch für jeden nachvollziehbar ist. Und das ist zurzeit überhaupt nicht. Und deshalb, glaube ich, haben wir da noch ein bisschen was vor uns. Sagt aber auch dieser Experte, der dann tatsächlich auch sagt, okay, wir sind gerade, wenn man das mal vergleicht mit dem Internet, so ein bisschen beim, wenn ich mich damals ins Internet mit dem Modem eingewählt habe, ne, da habe ich auch schnell den Spaß dran verloren, weil es eine halbe Stunde gedauert hat, bis ich tatsächlich eine Internetverbindung hatte. Aber ich will hoffen, dass sich das in diese richtige Richtung entwickelt. Das sind viele spannende Themen, die wir noch weiter beschreiben können. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Zeit und würde ganz gerne mit Ihnen zum Schluss diesmal tatsächlich eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen und steige einfach mal ein mit der Frage Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 Jahren? Die Zukunft der Medizin entwickelt sich zu einer Medizin, die unbürokratischer ist und dadurch mehr Zeit für den Patienten und für eine sinnvolle Behandlung zulässt. Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Das schließen wir wieder ein bisschen am Anfang an. Bedeutet für mich vor allem die Sache, dass sie sich durch Digitalisierung verändert, dass Gesundheit und also dass das Thema Gesundheitsbewusstsein nicht bei dem Haben einer Krankheit anfängt, sondern bei dem anfängt, dass man gesund lebt und sich vor allem darüber bewusst ist, über seine eigene Gesundheit und wie man da entsprechend handeln kann. Ja. Gibt es eine Eigenschaft, die der Arzt, die Ärztin aus Ihrer Sicht als Unternehmerin, als Unternehmer unbedingt haben sollte? Welche wäre das? Die Fähigkeit zur Reflexion ist, glaube ich, eine ganz wichtige, dass man versteht, dass, um das aufzugreifen, der Arzt als Unternehmer. Wenn der Arzt, sag ich mal, nur vor sich hin behandelt jeden Tag und nicht das reflektiert, was er tut und wie er vielleicht das auch effizienter und für den Patienten besser gestalten kann, zum Beispiel durch digitale Möglichkeiten, dann ist er nicht, dann ist er vielleicht ein Arzt, der viel und vielleicht auch gut behandelt, aber dann ist er kein Arzt als Unternehmer. Ja, das stimmt. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den Sie gerne mal im Interview hören würden, also hier im Business Talk Podcast, der vielleicht auch einen medizinischen Zusammenhang hat, was natürlich immer ganz schön ist? Ja, da greife ich meine Antwort aus unserer letzten Aufnahme nochmal auf. Ich habe keinen direkten Tipp, wen Sie jetzt genau, also es gibt genug Leute, die viel spannende Dinge zu erzählen haben, aber ich glaube, was mal spannend wäre, ist, um mal wieder bei diesem Sektorgrenzen aufbrechen anzukommen, wäre zum Beispiel einen Mediziner mit einem Gründer zusammenzusetzen. Vielleicht einen Gründer, der auch sehr aufs Tempo drückt beim Thema Digitalisierung mit einer eigenen Softwarelösung oder was. Und den dann zusammenzusetzen und den darüber zu diskutieren zu lassen mit einem Mediziner. Wie generiere ich denn daraus medizinischen Nutzen? Wie hole ich den Arzt dabei ab? Und wie mache ich dadurch wirklich Versorgung besser? Ja, schön. Ich freue mich sehr, dass Sie das nochmal gesagt haben, denn ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich fand Ihre Antwort schon so spannend, dass ich natürlich diesmal schon ein bisschen vorarbeiten konnte. Und ich kann schon mal sagen, wir bewegen uns in die Richtung. Also das war ein toller Hinweis. Vielen Dank nochmal dafür. Aber auch vielen Dank für das Interview heute, Org, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben, viele, viele spannende Aspekte eingebracht haben, auch mal die Sicht des Journalisten so ein bisschen deutlich gemacht haben und was da alles sich tut aus Ihrer Sicht.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Und für alle die dabei waren, auch nochmal schön, dass ihr wieder mit dabei wart, zugehört, zugeschaut, eingeschaltet habt. Denke mal an eine Bewertung, iTunes, YouTube, wo immer ihr auch den Podcast gehört habt. Und das letzte Wort, Herr Olk, hat wie immer mein Interviewgast. Ja, Herr Neumann, hat mich sehr gefreut, hat wieder Spaß gemacht und ich glaube, wir bleiben da im Gespräch und insgesamt beim Thema Digitalisierung im Gesundheitsbereich gibt es noch ganz viele Dinge zu besprechen. Wie gesagt, wir stehen am Anfang, nicht am Ende. Ja, ich glaube das auch. Ich freue mich sehr. Also, schöne Woche. Bis dahin.